Yo, Leute, willkommen zurück zu Fallout 4. Ja, da gehe ich ja mal rein. Und zwar Klebeband gibt da. Das, genau. Was hatten wir denn jetzt? Wir müssten irgendwie mit diesem komischen Typen reden von diesem Sturm. Also flickst du mich jetzt zusammen oder Bruderschaft. nicht? Ich weiß nicht. Deine Aussichten sind ziemlich schlecht. Wäre vielleicht humaner, dir einfach den Gnadenschuss zu Ja, verpassen. soll ich? Du bist so ein herzensguter Mensch, Doc. Hör auf, rumzuzappeln, damit ich dich verbinden kann. Tut mir leid wegen den anderen. Ich gucke jetzt erstmal, was es hier gibt. Das ist doch kein Polizeirevier. Ja, da bin ich auf dem Dach. Oder warte mal, auf dem Dach. Da gibt es bestimmt coole Sachen. Da lädt er bloß immer. Das ist so ein kleiner Hindernis. Grund, ne, dann da immer zu gucken. Die Ladezeiten. Wobei es geht, die sind jetzt nicht so krass. Und da sind wir ja auch schon. Aber wie wir sehen, sehen wir nichts. Außer ein Funkturm. Und Akten. Alte Akten. Ob man hier mit Hubschraubern fliegen kann, das wäre schon cool. Das ist also Cambridge. Überall diese Nuka-Cola-Werbung. Und wieder zurück. Däm. Ja, gut, das ging jetzt schnell. Akt, nichts als Akten. Da komme ich nicht rein. Ach so, Warum siehst du Automaten. hier rum, als hättest du nichts zu tun? Paladin Dance wartet auf dich. Willst du eine auf die Fresse haben? Du solltest dich besser beeilen. Paladin Dance lässt man lieber nicht warten. Ah, das nehme ich mit. Dein persönlicher Eintrag über die Halen. Vor allem warten, ey. Da kann mal warten. Ich hab zu tun, ich muss gucken. Ihr könnt ja mal aufräumen. Vor allem, das steht ja wieder. Oh, guck mal, ein Schachbrett. Ich hocke hier schon zu lange rum. Ich Ich nehme will einen fetten endlich Arsch mit da dir ins weg. Gefecht. Ich glaube nicht, dass ich das Schloss Ach so, knacken kann. Experte habe ich noch nicht. Ah, richtig, wir hatten ja hier, ne? Wir können wieder skillen. Machen wir jetzt Beweglichkeit. Bow. So, das nächste Mal gehe ich wieder auf Stärke. Ja, schreit doch noch lauter da rum. Bei mir im Treppenhaus, da quäkt gerade irgendjemand rum. Oh, hier, nee. Da leuchtet's aber noch. Beweismittelterminal. Entsperren. Will ich jetzt nicht. Habe ich eh noch nicht drauf. Ah, guck mal hier. Na? Sehr gut. Polizistensonnenbrille und Militäruniform. Jet. Ah, guck mal. Oh, ein Jagdgewehr. Wie geil. Wo sind wir? Ah, Keller? Wer weiß, was die unten gemacht haben. Hallo? Kriegst du es noch hin, ey? Silber nehme ich. Boah, vergoldet. Ach, das ist der Fuhrpark. Gucke ich jetzt nicht. Ah, hier sind die Zellen. Ich habe mich schon gewundert. Ah, Terpentin nehme ich mal mit. Ich hatte mich schon gewundert, wo die denn hier die Gefangenen reintun. Jet. Terpentin. Ah, hier. Sehr schön. In den Zellen dürfte ja eigentlich nichts drin sein.
Weil da darf man ja nichts mit reinnehmen. Kaputt. Ah, jetzt bin ich hier vorne. Okay, dann reden wir jetzt mal mit dem Dödel. Mit Paladin Danze. Paladin Dance? Bist du bereit? Warum habt ihr einen Außenposten in einem Polizeirevier eingerichtet? In Anbetracht der Tatsache, dass es sich um ein Polizeirevier handelt, hielten wir es für klug, dort nach Waffen und Munition zu suchen. Der Logisch. Funkmast auf dem Dach war nur ein unerwarteter Bonus, auch wenn er noch gewisse Mängel hat, die wir beheben müssen. Es ist vielleicht nicht so imposant wie die Zitadelle im Ödland der Hauptstadt, aber für unsere Zwecke reicht es. Mehr will ich derzeit dazu nicht sagen. Bist du bereit, die Mission fortzusetzen? Ja, komm, mach. Wunderbar. Folge mir und versuche nicht zurückzufallen. Lauf! Kommt ihr nicht mit? Ey! Will ich mit dem alleine gehen? So ganz traue ich dem ja nicht über den Weg, ne? Ist ein bisschen seltsam, dass er auf die Fragen nicht antwortet, aber okay, wenn die in irgendeiner Mission sind. Wir nehmen diese Gasse. Mir nach. Ja, schön, brauchst mir nicht sagen. Ich sehe schon, wo du hinläufst. Steht er auf? Nee, den hatte ich vorhin getötet, oder? Der Jet liegt im Westen, nicht weit von hier. Wenn wir dieser Straße folgen, können wir den größeren Ghoul-Gruppen aus dem Weg gehen, die sich in Cambridge umtreiben. Meinst du? So weit vom Polizeirevier zu entfernen ist riskant. Nur den Sender funktionstüchtig zu bekommen, hat oberste Priorität. Wenn es nach mir ginge, hätte ich mein Team schon längst verlegt. Aber Gelehrte Halen hat beunruhigende Energiewerte in der Gegend gemessen, denen wir nachgehen müssen. Wir wissen nicht viel darüber, nur dass sie lediglich für kurze Zeit auftreten. Und eine Frequenz verwenden, für die fortschrittliche Technologie erforderlich ist. Wir befürchten, dass derjenige, der für diese Energiewerte verantwortlich ist, eine Bedrohung sein könnte. Also müssen wir der Sache nachgehen. Ja, geh mal der Sache nach. Oh. Mehr nicht. Guck mal, wie er eh auf mich wartet. Was ist das denn für ein Teil? Ach so. Boah, cool. Ich will auch so ein Ding haben. Hab doch auch irgendeine Laserkanone. Und ich hab ein Jagdgewehr. Kurz? Das ist ein kurzes. Wo waren hier diese? Ach hier. Lasermuskete? Ne, die. Ach, Lasergewehr. Wow! Das überrascht dich vielleicht, aber meine Kunde. Nein, das wollte ich nicht. Oh, ach komm, egal. Wir haben kistenweise Vorkriegsartefakte und historische Dokumente mitgebracht. Die zweite Mission verlief. Ach so, hier. Ganz gut. Das Signal habe ich ja schon. War, wir haben nie wieder etwas von ihnen gehört. Was mein Team angeht, wir haben schon 4 Männer an dieses verfluchte Ödland verloren. Seit unserer Ankunft. Komm, ja, was bist du denn? Trotz dieser Rückschläge, ich bin nur einmal verreckt, glaube ich, hier, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Bin ich gestorben da in diesem, in der Fertigungsanlage? Oh, ich erschrecke mich immer von diesen Bullen da. Oh, guck mal hier. Die sind doch bestimmt nicht nett. Aber ich habe die nicht ausgerüstet. Also auf keinem... Dann kommt das jetzt dahin, wo die Lasermuskete ist. Nur was ist das? Da, auf die 7. Ich glaube, die ist viel cooler. Durchladen. Boah. Boom. Was hat denn der ein Plastikmesser bei sich, der Hund? Da geht's schon gut ab hier mit seiner Powerrüstung. Ich muss auch mal gucken, was mit meiner Powerrüstung ist demnächst. Aber machen wir jetzt erstmal noch hier diese Mission zu Ende.
dann werde ich zwischendurch eh immer wieder ins Dorf gehen. Draußen sollten keine Sicherheitssysteme sein. Was ist das denn? Keine Ahnung, also ins Dorf, wie hieß das Dorf? Ah, Jacked Systems. Verpisst euch. Nimm mal diese hier, da habe ich ein bisschen mehr Muni. Wobei, nee, ich behalte die mal noch. Pass auf, wir ziehen das sauber und leise durch. Keine Heldentaten. Alles klar. Vorschrift. Verstanden? Ja, Mann. Komm, geh da rein. Ach so, ja. Nicht mein erstes Tänzchen, genau. Das ist nicht mein erstes Tänzchen. Das ist mir klar. Ich wollte dir nur einen Tipp in Sachen Taktik geben. Wäre klug, wenn du ihn beherzigst. Denk dran, unser Hauptziel ist der Hochleistungssender. Konzentrier dich und pass auf, wo du hinschießt. Ich will nicht von einem Querschläger getroffen werden. Du hast doch die fette Rüstung an. Ja, geil. Düdüt und weg. Es waren Firmen wie diese hier, die den letzten Nagel in den Sarg der Menschheit schlugen. Sie nutzten die Technologie für ihre eigenen Zwecke aus. Sie steckten das Geld ein, ohne sich Gedanken über den Schaden zu machen, den sie angerichtet hat. Sieh dir die Trümmer an. Wie es scheint, hat sich schon jemand um das automatische Sicherheitssystem der Anlage gekümmert. Ja, ist ja eigentlich wie heute, ne? Die machen es ja auch alles selber kaputt. Sag mal, was trampelt der da eigentlich so blöd rum? Ih, boah, das muss ja stinken, ey. Seit 200 Jahren nicht mehr gewischt. Und Haarbürste. Was ist das für ein Drecksloch hier? Oh, war da was? Nee. War da was? Nix. Mülleimer. Einmal im Kreis gelaufen, oder wie? Och, hier gibt es gar nichts. Ah, nee. Auch da nicht. Hier gibt es gar nichts, auch da nicht. Bin gar nicht im Kreis gelaufen. Sah nur so aus. Jetzt laufe ich wieder im Kreis zurück. Scheint, hat sich schon jemand um das Automatische. Hast du schon mal gesagt? Du Idiot. Sicherheitsterminal. Ich guck jetzt hier rein. Ich brauche Munition. Viel mehr Munition. Da komme ich nicht mehr hin. Mehr ist ja anscheinend nicht. Na gut, dann reden wir mal mit dem Blödmann. Hallo, Blödmann. Paladin Dance. Sieh dir die Trümmer an. Wie es scheint, hat sich schon jemand um das automatische Sicherheitssystem der Anlage gekümmert. Was soll ich damit jetzt anfangen mit dieser Info? Was willst du mir damit sagen? Ich hack einfach das Sicherheitsterminal hier. Wobei brauche ich gar nicht hacken. Ja. Alles klar, schön. Danke für die Info. Thomas Reinhardt. Ja, das... Oh. Passiert hier was? Nee, hä? Fehler. Aktivieren. Aufladestation an, Platz zu machen. Was heißt das denn? Hä?
Aha, okay. Rechtsvollzug. Was kann ich denn damit zurücksetzen hier? So, hier hinten war ja irgendwo auch noch ein Terminal. Guck ich da nochmal. War der hier in der Halle? Ah ja, genau, hier in der Ecke. Mal sehen, was der zu bieten hat. Mhm, Passwort Sicherheit. Aha. 3 lautet das also. Und kann ich da jetzt irgendwo anders rein? An dem vielleicht? Ah, guck mal hier. Steuerterminal. Halt. Nee, das wollte ich gar nicht. Das Passwort habe ich ja, ne? Jawohl. Ich habe aber keinen Techniker. Tür öffnen. Sehr schön. Was sind denn das für Viecher? Krass. Oh, eine Funktionszelle. Habt ihr noch mehr? Krasse Viecher, ey. Bewegung entdeckt, Bewegung seltsam. Was? Hä? Ach so. Ja, ich glaube, ich helfe dem lieber erstmal. So geil. Boah. Ich werde, wenn möglich, den verursachten Schmerz minimieren. Ja, mach mal. Ich bin getroffen. Er sagt, ich soll vorsichtig sein. Der rennt da rein. Ey, du Vollidiot. Kann ich mich aufregen? Du bist ja richtig... Das ist ein richtiger Blödmann, der Typ. Aha. Eine Schaltplatte. Okay. Okay. Fusionszelle finde ich eigentlich gut, ne? Kann ich doch bestimmt gebrauchen. Komme ich nicht rein. Leider. Komme ich leider nicht rein. Ah, eine Waffenwerkbank ist hier am Start. Oh, hier, sehr gut. Für meine Scope. Rifle Scope. So, aber hier an der Stelle mache ich nochmal ein Cut, ne? Wir sehen uns im nächsten Part. Und dann gucken wir mal, wie das hier weitergeht mit den Synth. Danke fürs Einschalten. Bewerten bitte nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, haut da rein. Bis dahin. Tschüss.